Nun sollst du dich um die Absatzformatierung kümmern. Speichere dazu das Dokument zu Beginn wieder unter dem Namen ab, diesmal aber mit Aufgabe 3. Falls du die Steuerungszeichen im Moment nicht sichtbar hast, machst du sie wieder sichtbar, indem du auf dieses Werkzeug mit dem umgedrehten P klickst. Zur Erinnerung, man kann diese Steuerungszeichen auch wieder unsichtbar machen, indem man nochmal draufklickt. Wie schon bei der Seitenformatierung gibt es auch bei der Formatierung der Absätze zwei Möglichkeiten. Du kannst über einen Formatierungsdialog alle Einstellungen vornehmen oder mit Hilfe der vielen vorhandenen Werkzeuge einzelne Einstellungen verändern. Generell gilt bei Absatzformatierung, dass diese immer für den gesamten Absatz gelten. Du öffnest den Dialog zur Formatierung des Absatzes, indem du im Menü Format den Befehl Absatz wählst. Auch hier stehen wieder sehr viele Befehle und Möglichkeiten zur Formatierung zur Auswahl. Wir schauen uns nur zwei der Karteikarten oder Tabs hier genauer an. Wichtig sind vor allem Einzüge und Abstände sowie Ausrichtung. Unter Einzüge und Abstände kannst du einige Zahlen einstellen. Wenn du nicht genau weißt, was sie bedeuten, kannst du diese kleine Vorschau rechts nutzen, um dir darüber einen Überblick zu verschaffen. Änderst du zum Beispiel zur Probe einen der Werte, dann verändert sich der dunkelgraue Absatz hier in der Mitte. Damit erhältst du eine gewisse Vorschau, wie sich die Änderung der Zahlen in etwa auswirken wird. Allerdings ist diese Vorschau nicht sehr genau und du musst am richtigen Text schauen, ob die veränderten Werte so das gewünschte Ergebnis liefern. Übernommen wird eine Einstellung aber erst, wenn du den Knopf OK am unteren Rand des Dialogfensters anklickst. Daher kannst du immer probieren, welche Bedeutung diese Zahlen haben, und mit dem Knopf Abbrechen hat dies keine Auswirkung auf den Text. Nun soll eine konkrete Formatierung vorgenommen werden. Der Titel des Dokuments, also der erste Absatz, soll zentriert werden und die Schrift vergrößert werden. Dazu setzt du den Mauszeiger in den ersten Absatz und öffnest wieder den Formatierungsdialog. Zur Erinnerung, da sich die Absatzformatierung auf den gesamten Absatz auswirkt, musst du ihn nicht ganz markieren. Du wählst den Tab Ausrichtung und kannst dort für die Ausrichtung zwischen vier verschiedenen Varianten auswählen. Auch hier wieder bekommst du eine Vorschau mit diesem dunkelgrauen Absatz rechts. Du wählst zentriert aus, damit der Absatz in der Mitte angeordnet ist. Die Formatierung wird übernommen, wenn du den OK-Knopf drückst. Da die Ausrichtung sehr häufig verwendet wird, gibt es auch Werkzeugknöpfe, die man dafür nutzen kann. Da die Steuerzeichen ja anzeigen, ob noch irgendetwas eingefügt wird, kannst du sehen, dass du also tatsächlich keine Leerzeichen benötigst, um diesen Text hier in die Mitte zu zentrieren. Die Überschrift wird dadurch immer zuverlässig in der Mitte bleiben, egal wie viele Worte du noch ergänzt oder welche Schriftgröße du wählst. Als nächstes soll die Schrift des Titels noch vergrößert werden. Da dies keine Absatzformatierung ist, musst du den gesamten Absatz markieren. Zum Beispiel klickt man da am Anfang des Absatzes mit der linken Maustaste, hält die linke Maustaste fest und bewegt sie bis zum Ende des Absatzes. Statt den Formatierungsdialog hier für die Schrift auszuwählen, nutzt du die Einstellungsmöglichkeiten in der Werkzeugleiste
und wählst hier als Schriftgröße zum Beispiel 28 aus. Normalerweise sollte man Abstände zwischen Absätzen nicht über Leerzeilen einfügen. Der Grund ist, dass dies zu Fehlern führen kann, vor allem wenn man zwischendurch Text oder neue Zeilen ergänzt. Da du aber weißt, dass auf dieser Seite kein weiterer Text eingefügt wird, können wir hier den Abstand zwischen dem ersten Absatz und dem darauffolgenden Text durch eine Leerzeile etwas vergrößern. Dazu setzt du den Cursor entweder an die Ende der Titelzeile oder am Anfang der darauffolgenden Zeile und drückst die Return-Taste. Je nachdem, welche Variante man hier verwendet, kann das zu unterschiedlichen Abständen führen. Es ist nämlich so: Setzt man den Cursor in den großformatierten Absatz und drückt dann die Return-Taste, so wird für die nächste Zeile diese große Schriftgröße übernommen. Setzt man den Cursor am Anfang des nächsten Absatzes, so wird die Leerzeile So wird die Leerzeile dessen Schriftgröße haben und ist deshalb etwas kleiner. Nun soll bei jedem Absatz in diesem Text ein kleiner Abstand von 0,3 Zentimetern hinter dem Absatz eingefügt werden. Dazu könntest du entweder nacheinander alle Absätze einzeln formatieren oder du markierst mit der Tastenkombination Steuerung plus A den gesamten Text, um die Formatierung für alle Absätze durchzuführen. Nochmal eine kurze Erinnerung an diese Tastenkombination. STRG und A bedeutet, dass man zum Beispiel mit dem linken kleinen Finger die Steuerungstaste STRG drückt, sie gedrückt hält und dann ganz kurz die Taste A antippt. Also es muss nicht extra kurz sein, aber es muss auch nicht gehalten werden. Dadurch werden alle Zeilen bzw. alle Absätze, der gesamte Text auf einmal ausgewählt. Nun könnte ich alle Absätze auf einmal formatieren und das würde auch zuverlässig funktionieren. Das kann aber später dazu führen, dass neu erstellte Absätze wiederum entsprechend neu formatiert werden müssen, denn das Programm hat eine vordefinierte Standardvorlage für Absätze abgespeichert. Man sollte diese Formatierungsvorlage Standard nutzen, um auf jeden Fall immer eine festgelegte Formatierung für alle Absätze zu bekommen. Die Formatierungsvorlage kann man allerdings nicht über den Formatierungsdialog einstellen. Das ist entweder möglich über das Menü Format und dann hier Formatvorlagen, oder man wählt hier in der Seitenleiste dieses Symbol mit dem großen T, oder teilweise stehen auch zwei Ts nebeneinander. Es klappt dann einen Bereich aus, wo man verschiedene Formatvorlagen zur Auswahl hat. Für den Fall, dass hier viel mehr steht, würde ich dir raten, dass du hier unten auswählst Verwendete Vorlagen, um die Anzahl der Formatvorlagen etwas zu reduzieren. Klicke rechts auf die Standardvorlage und dann auf Ändern. Es öffnet sich hier ein Dialogfenster, das dem Formatierungsdialog für den Absatz sehr ähnlich ist. Änderst du hier etwas, wird das für den gesamten Text übernommen, in dem normalerweise diese Standardvorlage verwendet wird. Im Unterschied zu dem Formatierungsdialog für den Absatz kannst du hier zusätzlich auch noch die Schriftgröße und die Schriftart verändern. Wenn du willst, kannst du die Schriftart verändern und eine andere auswählen und die Schriftgröße ein wenig verkleinern. Die Schriftgröße von
12, die voreingestellt ist, ist relativ groß und kann auf 10 oder 10,5 für einen normalen Brief reduziert werden. Nun solltest du noch einen Abstand hinter den Absätzen einfügen und deshalb wählst du bei den Karteikarten hier oben Einzüge und Abstände aus. Du sollst den Abstand unter den Absätzen auf 0,3 cm setzen und änderst hier also den Wert. In der Vorschau sieht man keine große Änderung, da diese 0,3 cm nicht sehr viel sind. Wenn ich den Wert vergrößern würde, sieht man, dass hier die unteren hellgrauen Zeilen weiter wegrücken. Nun stelle ich wieder aber auf die 0,3 cm ein, die gewünscht sind. Klicke dann auf OK, um alle Änderungen zu übernehmen. Durch die Änderung der Standardvorlage musst du nie wieder einzelne Absätze nachformatieren, wie etwa die Schriftart ändern. In der Standardvorlage kann man natürlich auch die Ausrichtung verändern, wie zum Beispiel einen Blocksatz einstellen. Ändere nun die Formatierung der Standardvorlage, indem du auf Blocksatz umstellst. Schau dir bitte nochmal den ersten Absatz mit dem Titel an. Du wirst hier sehen, dass die Zentrierung sich nicht verändert hat, obwohl ja eigentlich über die Standardvorlage alles verändert werden sollte. Der Grund ist hier, dass du die Standardformatierung vorhin überschrieben hast. Das kann auch in anderen Fällen dazu führen, dass eine Änderung der Standardvorlage sich nicht auf den Text bzw. den Absatz und dessen Formatierung auswirkt. Stört dich das? So könntest du natürlich von Hand etwas verändern oder du verwendest einfach den Befehl, den du in dem Menüpunkt Format ganz oben findest. Dazu markieren wir aber den Absatz und finden hier den Befehl direkte Formatierung löschen. Dieser große Abstand zwischen den Zeilen kommt an der Stelle daher, dass hinten dran noch eine Leerzeile ist, das ist ja dieser Punkt mit dem Steuerungszeichen oder vom Steuerungszeichen, der noch in der alten großen Schriftgröße formatiert ist. Ich habe ihn hier mit der Entferntaste gelöscht und schon habe ich den Text, wie er vorher eingestellt worden ist, über die Standardvorlage erreicht, aber die Ausrichtung ist noch nicht verändert. Nicht nur in diesem Fall, sondern auch in allen anderen Fällen, in denen du zum Beispiel aus Versehen etwas falsch gemacht hast, kannst du die letzte Änderung rückgängig machen, indem du die Tastenkombination STRG, also Steuerung plus Z, verwendest. Diese Tastenkombination entspricht dem Befehl, den du auch im Menüpunkt Bearbeiten hier unter Rückgängig verwenden kannst. Hier sind das allerdings zwei Schritte. Deine letzte Aufgabe ist es nun, dass du nur noch jede Überschrift oberhalb der Abschnitte, also diese hier und hier und so weiter, so veränderst, dass du einen Abstand von 0,3 unterhalb und einem Zentimeter oberhalb des Absatzes hast. Das muss bei jedem Absatz einzeln gemacht werden.